Oh Schreck, oh Graus, die Rapley Pause ist im Haus. Naja, eigentlich eher im Spaceport. Und es ist alles cooler, wenn man Space vorne dran schreibt. Und deswegen gehen wir jetzt einfach mal dahin und bekämpfen sie im Abendrot. Und sind fertig damit, spätestens beim Abendbrot. Ach ja, guckt mal, der Raunackenbarsch fliegt wieder im Hintergrund rum. Und das hier, Leute, ist Warship Puga gewesen. Warship Puga. So, ihr haltet mal alle die Fresse. Ich setze dich viel zu selten ein. Raku Hoha setze ich aber viel, viel zu selten ein. Dabei ist diese Attacke manchmal echt nützlich. Vor allem gegen dieses Spießgesellen hier. Ah. Zur Not geht's aber auch so. Ah, das Spiel ist so eine Wohltat, wenn du endlich Doppelsprung hast und sowas. Die ganzen Sprungpassagen machen dir auf einmal gar keine Angst mehr. Das ist halt schön. So. Und das ist etwas, was du ganz legal im Spiel freischaltest. Das ist kein Cheat oder sonst was. Von daher alles legitim. Wir müssen es sogar einsetzen. Au. Und hier gibt es Sprungpassagen. Da geht es zum Teil gar nicht ohne. So, dieses Spaceport-Level. Ich mag es ehrlich gesagt nicht sonderlich. Das liegt daran, dass ich es hauptsächlich mit diesen... Ja, es werden einfach zwei Sorten von Gegnern gespammt. Das sind zum einen diese Roboter, die dich beschießen, und zum anderen diese... Ja, oh, das war knapp. Diese Dinger, die da rumhüpfen. Diese Stacheldinger, diese sich drehenden. Diese Zahnräder sind ja nicht einfach hier da oben. Die ist aufs Zahnräder, genau. Die ist aufs Zahnräder, hüpfen hier rum und ich kann nichts dagegen machen. Das ist Diesdorfs Rache. Schon wieder. Er will sich auch nach 7 Jahren immer noch rächen. Au. Ja, jetzt halt aber die Fresse, ey. So, okay. Ja, was ist denn los? So gehe ich ja schon drauf, noch bevor ich beim Boss bin. Au. Ja, oh je. Das ist nicht einfach hier. Ja. Na, da komme ich doch bestimmt so hoch. Yep. Ah, verdammt. Und jetzt haben wir es geschafft. Wunderbar. Na, geht doch. Dann eben New Engine. Halt. Jups. So, na bitte. Raijin Geki wollen wir hier nicht. So, wir müssten es gleich geschafft haben. Oh, wir haben es schon geschafft. Sehr gut. Hier hinter befindet er sich. Der Bossy Mac Bossmann. Verdammt, ich wollte so cool rückwärts reinsliden. Eine Bedrohung wurde gefunden. Na, wer hätte damit gerechnet? Ich möchte nicht kämpfen. Schreite zurück. Tut mir leid. Ich kann dich nicht durchlassen. Ach, Colonel. Denk doch drüber nach. Iris wird traurig sein, wenn sie dich verliert. Oh, du bist aber sehr von dir überzeugt. Sei nicht so... Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ja, Spaß dir dafür auf, nachdem du mich besiegt hast. Oh, was habe ich mir dazwischen gelabert? I've been waiting to fight with you. Das ist der langweiligste Spruch von allen. Er sagt drei verschiedene Sachen. Ah, verdammt. So, ich wollte wenigstens ein bisschen durchhalten mit der Energie. Shit, wir haben keinen Energietank. Der ist quasi so gut wie leer. Wir müssen also unser Bestes geben. Das wird nicht einfach. Oh, ich habe schon wieder nicht geschafft. Ich wollte schon wieder rückwärts. Eine Bedrohung wurde gefunden. Show me what you've got. Show me what you've got. Finde ich schon viel besser. Ja, der coolste Spruch ist, I will show you the mercy. Now get ready. So, wir werden uns die meiste Zeit hier an dieser Wand aufhalten, weil ich traue mich nicht anders. Wir haben jetzt schon ziemlich viel Energie, naja, ziemlich viel nicht, aber wir haben schon mehr Energie verloren als er und das macht die Sache natürlich immer ein bisschen schwierig. So, diese Attacke sieht gefährlich aus, du kannst sie relativ leicht ausweichen, wenn du
dich, wenn du wirklich an die Wand springst und dann guckst, dass du zwischen diesen Dingern landest. Es sieht schwierig aus, aber es geht. So, und dann mit der Eisattacke auf ihn oben drauf. Sofern wir schnell genug sind. Ich bin aber auch ganz ehrlich, selbst wenn dieser Kampf jetzt eine Viertelstunde dauern sollte, oh Gott, ich bin lieber vorsichtig mit dem, was ich hier mache. Auf jeden Fall, der Schlüssel zum Sieg ist diese Eisattacke. Ja, verdammt. Ich wollte sie aufhalten, aber hat nicht ganz hingehauen. So. Sehr gut. Nee, da kann ich ihn noch nicht angreifen. Aber wenn er so genau unter mir ist, der perfekte Moment, um das einzusetzen. Ja, je. Oh, Colonel. Ja, ja. Oh Gott, dammit. Wow, da kann sogar Lauren oder Zorro sich noch eine Scheibe von abschneiden. Was für eine Energiewelle. Oh Gott. Er ist der beste Schwertkämpfer der Welt. Ja, der Colonel hat schon coole Schwertattacken. Die hätte ich auch gern. Nicht Warship Puga oder so. Aber wir haben ihn gleich. So, jetzt. Oh, mich jetzt nicht mehr von Ground Dash hier irgendwie treffen lassen. Lieber das bisschen Energie, was wir drin haben, noch nehmen. Und gucken, dass wir das Ganze hier überstehen. Ja. So, noch einen Schlag und dann haben wir's. So, egal. Wir rennen hin. Wir machen ihn fertig. Wir haben's. Beeindruckend, Zero, aber es ist zu spät. Wie immer. Es ist immer zu spät. Die Leute sagen, es dauert zu mir. Was? Ich meine, was? Ich meine, what? What? Rapley Force ist bereits in den Space abgehauen. Selbst wenn ich zerstört bin, wird Rapley Force weiterleben. Colonel. Zero, sag Iris, dass ihr Bruder glücklich gestorben ist. Auf Wiedersehen, Zero. Franz, ich meine, Colonel. Nein. Oh shit, da dürfen wir uns was anhören von Iris wahrscheinlich. Naja, wir hatten keine Wahl. A matter of personal pride. Ah, typisch. Ah ja. Gut. Das Zwischenlevel vor dem finalen Level wäre geschafft. Aber was ist jetzt hier los? Fehlt da nicht jemand? They've left for outer space to find another race. Nein. Iris, wo bist du? Iris! Oh nein. Sie ist mit ihnen gegangen? Nein! Was hast du erwartet, du alter Brudermörder? Maverick Hunters, Scramble. Bin auf dem Weg, ja, ja. Tu mir das nicht an, Iris. Warum sollte sie dir noch einen Gefallen tun, Zero? Final Weapon. Aber bevor wir dorthin gehen, Leute, möchte ich erstmal unsere Energie auf den Maximalstand bringen. Und dafür fehlt noch was. So, wir sind wieder im Vulkan angekommen, denn das letzte Herz, was wir noch nicht gesammelt haben, das letzte bisschen extra Energie, das befindet sich hier im zweiten Abschnitt und das können wir erst erreichen, wenn wir den Dash haben. Also den in der Luft Dash, sozusagen. Den habe ich gut benannt. Jetzt müssen wir also irgendwie hier rüberkommen. Aui. Das ist... Oh, ich war schon fast dran. Also, ich war schon dran. Ich hätte nur noch hochspringen müssen. Aua. Lauf. Was soll denn das? Ist mir aufgefallen, dass der Typ aussieht so ein bisschen wie Rolento? Aus Street Fighter? Es ist ja Capcom, insofern. Da sitzt auf einmal Rolento in so einer Maschine drin. Ich habe als Kind immer gedacht, das ist Rolento. Ah, Mann. Okay, ich muss das, glaube ich, noch ein bisschen später einsetzen. Das war wieder nichts. Okay, wir kriegen es noch hin. Wir kriegen es noch raus. Alles kein Problem. Habt ihr Zeit, ne?
Oh Mann, ey. Au, wir kriegen es doch hin. Wir kriegen es doch hin. Wir werden nicht draufgehen. Wir werden nicht alle unsere Energie verlieren. Nein, Zero. Das machen wir bitte nicht. Oh, das gibt's nicht. Jetzt hat mich der Schuss getroffen. Ich bin sicher, er wäre dran gelandet. Dieses Ver... It's not over yet. So sehe ich das auch. Komm jetzt, Mann. Oh, jetzt... Alter. Jetzt aber nicht mehr treffen lassen. Yes. Boah, wir haben es geschafft. Mann, was ein Scheiß. So, die extra Energie für das Energiepack nehme ich mir aber noch mit. So, und jetzt, wenn wir so ein Level mal geschafft haben, können wir hier im Menü auf Escape. Können das Ganze abspeichern. Und dann haben wir volle Energie und fertig ist die Ramrod Infanterie. Aber ein Energiepack fehlt noch. Zeit für Frost Walrus. Beziehungsweise, nee, hier war es ja gar nicht. Hier ist was anderes. Hier können wir uns unser Energiepack aber ordentlich auffüllen. Hier oben habt ihr es, ja, wir waren schon mal hier oben. Aber eine Stelle konnten wir noch nicht erreichen. Diese da. Und hier können wir unsere Energie sehr, sehr schön auffüllen. Hier gibt es nochmal ein extra Leben. Aber vor allem jede Menge extra Energie. Liegt hier einfach so rum. Und das reicht aus, um unser Energiepack fast komplett aufzufüllen. Das ist eine tolle Sache. Aber mehr gibt es hier auch schon nicht. Hier haben wir das Waffenpack gefunden. Ein Energiepack, also Subtank heißt das hier, glaube ich. Gibt es hier leider nicht. Aber in einem anderen Level, was wir betreten werden, wir gehen wieder in den Cyberspace. Das Cyberspace. Wer herrscht jetzt eigentlich darüber, jetzt wo Cyber Peacock weg ist? Hallo, ich bin Marcel Davis. Oh mein Gott. Marcel Davis! Aber das ist egal, guckt mal, wir können die fliegenden Zitronen endlich fertig machen. Ich komme direkt persönlich vorbei und regel das. Und ich gehe erst wieder, wenn Marcel Davis hier verschwunden ist. So, wir haben hier endlich den S-Rang und dafür gibt's... Telefon und Internet. Ein extra Leben. Das ist ja schon mal ganz hübsch. Aber ich will was anderes. Ich will, wie gesagt, den Subtank haben. Wäre doch gelacht, wenn ich den hier irgendwie krieg. Und dafür müssen wir hier leider diesen relativ schwierigen Abschnitt schaffen. So, die Zitronen sollten nicht das Problem sein, sondern dafür wirklich allein der Weg dorthin, dass der relativ lang dauert. Entschuldigt bitte, wir waren ja erst im zweiten Abschnitt. Wir betreten jetzt den dritten. Hier haben wir das. Hier haben wir das Herz her. Ja, wir bekommen noch einen Energietank und zwar hier im dritten Abschnitt. Das ist der eigentlich schwierige. Was wir gerade gemacht haben, war ja Pillepa. Das haben wir schon beim ersten Versuch geschafft. Aber das hier, das ist die hohe Kunst. Hier hochzuspringen, aber mit Doppelsprung. Mit Salto, mit allem drum und dran, haben wir jetzt wesentlich bessere Chancen, das hier zu schaffen. Es sei denn, wir springen doch gegen diese elektrischen Zitronen. Mann. Ich hasse euch. So, hier konnten wir uns irgendwie... Ja, hier konnten wir uns den Weg ersparen. Hurry up. Nee, das reicht nicht mehr. Boah, oder hätte es... Ich glaube, es hätte sogar noch gereicht. Ich hätte einfach durchziehen müssen, aber ich war mir nicht sicher, weil ich wollte jetzt nicht das betreten in dem Moment, wo es auf den A-Rang runtergeht, weil sonst hätten wir das Level nochmal wiederholen müssen. So kann ich jetzt in Ruhe warten, bis irgendwann nochmal Hurry Up erscheint und wir den B-Rang bekommen. Wenn er denn irgendwann mal kommt. Das dauert, glaube ich, jetzt einen kleinen Moment. Und dann können wir zumindest... Ja, wenn wir jetzt dann durchgehen, müssen wir diesen Abschnitt nochmal wiederholen, weil nur B-Rang. Aber wir haben bis zum B-Rang doch eine relativ humane Zeitspanne. Weil du ja das Level auch dann schaffen musst, wenn du den Salto und... das alles noch nicht hast. Ist ja logisch. So, wir können hier durch, haben einen B-Rang und dürfen das Ganze jetzt nochmal wiederholen. So, und jetzt muss ich mich konzentrieren, dass das jetzt hinhaut. Muss hier irgendwie. Irgendwie muss es immer. Es muss immer irgendwie weitergehen. So, einfach durch jetzt hier. Scheiß drauf. So, schön mit Doppelsprung.
weiß, glaube ich, hier besser wäre, diesen Dash-Sprung, wie auch immer, einzusetzen. Jetzt bin ich natürlich schon wieder hängen geblieben. Und jetzt wird's eng. Na, das kostet Zeit. Und ich habe die Abkürzung nicht verwendet. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt aber nichts. Oh, wir haben's geschafft. Voller Empfang! Boah, und dabei, glaube ich, waren wir sogar schlechter als eben. Aber hier ist es und es glänzt. Es ist das Energiepack. Und das reicht mir. Ich muss Marcel Davis gar nicht bekämpfen. Hallo? Ah, Mann. So, energietechnisch sind wir nun optimal ausgerüstet für die Final Weapon. Und die werden wir tatsächlich im nächsten Part bereits angehen. Wird allerdings noch ein bisschen dauern, bis wir damit durch sind. Tja, ich freue mich jedenfalls schon drauf. Ich hoffe ihr auch. Bis zum nächsten Mal. Euer Weehawk.